So, gucken wir mal, ob das diesmal klappt. Erstmal muss ich gucken, ob ich überhaupt wieder hinfinde, aber ich glaube, so kompliziert war der Weg nicht. Einmal hier durch. Und dann hier lang. Ja, da hinten das Item habe ich mir geholt. Den Weg dahin kann ich mir sparen. Und dann auf ein neues. Na komm her. So schwer sind die gar nicht. Ich habe mich wie immer einfach nur dumm angestellt. Oha. Wieso kamst du jetzt noch dazu? Was soll diese Unverschämtheit? Und du wieder. Also, war doch gar kein Problem. Okay, das war schon sehr offensichtlich, aber trotzdem betätige ich erstmal das hier. Da mache ich bestimmt da oben das eine Tor auf. Da geht's zu der Brücke mit dem Nebeltor. Aber erstmal will ich wissen, was hier noch ist. Oh Gott. Schlüssel für Anbau. Ja, ist schon Labyrinthe, das ist so eine Sache, ne? Ich hätte einfach blocken sollen. Das war wie immer zu gierig. 90% meiner Tote sind die Gier. Kommt ihr jetzt her? Danke. Oh, kommst du auch noch? Danke.
Wo war noch eine verschlossene Tür? Ich will wissen, was da unten noch alles ist, hinter diesen geheimen Türen. In diesem Labyrinth. Deswegen muss ich mich da jetzt leider nochmal durchkämpfen. Ah, da ist schon das zweite. Na, herzlichen Dank. Mal her, mein Freund. Und du auch? Aber diesmal bitte nur du. Da hat einer ein Item verloren. Was droppen die denn Schönes? Knochen. Ah, das ist ja cool. Weiß nicht, ob ich davon so begeistert sein soll. Aber cool, dass es gibt. Wo kommt das jetzt schon wieder her? Ah, das war das. Okay. So, heilen wir uns mal. Hier war ich noch nicht. Kann man die eigentlich ganz gut. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Okay, Sackgasse. Ich sehe das Wasser nicht, wegen dem Blutfleck. Ich habe keine Ahnung, ob vielleicht das Wasser zu tief ist. Ne, das steht da drin. Okay, merken wir uns. Da muss er mir noch einen mitgeben, der Drecksack. Das hast du bewacht? Ah, wo sind wir denn hier? Gibt es einen Grund, warum du mir nichts machst? Oha! Es gab bestimmt irgendeine Möglichkeit, mit dem zu reden oder so. Die ich jetzt verkackt habe. Aber wieso konnte ich den anvisieren? So, kann ich später mal das Gift wegmachen? Danke. Lalalalalalalala. Da. Ich bin fest davon überzeugt, es war wieder ein NPC, den ich getötet habe. Und er hätte töten sollen. Oder müssen. So.
Und jetzt müsste ich theoretisch alles gesehen haben. So, wo war jetzt nochmal die Leiter? War die hier? Ja. Wo kommen wir da raus? Ah ja, okay, ich verstehe. Ich schleppe immer noch da hoch. Ah, Nehmen wir doch einfach mal die Treppe hier. Ring der Opferung. Ich glaube, das ist wieder so ein Ring. Diese Schritte überall, ne, die machen mich wahnsinnig. Ja, da behalte ich meine Seelen, wenn ich sterbe. Aber dafür geht der Ring kaputt. So, jetzt mache ich einen kleinen Bogen um die Kumpels hier. Okay, so viel dazu. Und guck mal, was wir hier noch so haben. Hier war ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Sehr schön. Da haben wir auch einen sinnvollen Nutzen für den Schlüssel gefunden. Kommt da angejoggt. Okay, ich glaube, hier bin ich auf dem richtigen Weg zu dem Item, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Oh, da sitzt jemand. Kastegen. Wo komme ich? Mal gucken, wo ich hier jetzt bin. War ich hier schon mal? Nein. Doch, hier könnte es schon gewesen sein. Da ist doch wieder ein Item hinter der hinter dem Fass. Wenn du jetzt noch springen würdest, wenn ich das sage, wäre ich überglücklich. Goldmünze. Goldmünze mit der Abbildung des Allvaters Lloyd und seines weisen Glorienscheins. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lothra nur geringer Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. Okay. Huch. Okay. Mal schauen, ob uns hier noch irgendwas bringt.
Ach, da bin ich. Okay, dann weiß ich Bescheid. War das schon der ganze Anbau? Das bisschen da hoch und wieder runterlaufen? Geh mir mal aus dem Weg, Junge. Danke. Ja, und jetzt bin ich immer noch nicht an dem Item dran. Aber ich müsste mal irgendwie ans Feuer kommen. Oha! Kann ich im Hof einfach an denen vorbeirennen? Ach, hier bin ich jetzt. Ich will doch vorher ans Feuer. Und Vollgas, Vollgas. Oh, das wird eng. Nee, 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 nee. Da sind wir doch schon am Feuer. Hui! Packen wir noch einen in Kondition. Damit ist auch auf 30. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Jetzt hätte ich auf jeden Fall mal durch den Nebel da hinten gehen. Ach ja. So, da müsste ich ja jetzt auch genauso einfach wieder an denen vorbei zurückrennen. Aber ich wollte mal gucken, war das alles hier? Mehr gab's hier nicht. Ah doch, hier gab's noch mehr. Natürlich gab's hier noch mehr. Noch hoch. Ah, und die zwei. Ah! Oh. Oh. Würdest du es bitte mal bleiben lassen? Bin ich tot? Ich bin tot. Aber ich habe einen Weg zu meinem Item gefunden, wo ich die ganze Zeit hin will. Ne, mit so viel Schaden gehe ich damit hin.
So, nochmal in den Anbau rein. Ihr Vollidioten. Ich kann schon auf jeden Fall mal das Item hier holen. Oh! Oh! Und da bin ich tot. Okay, aber das erste Item habe ich schon geholt, da muss ich nie wieder hoch. Kann ja gar nicht schaden, dass da noch zwei angeflogen kommen. Dann saß da unten noch jemand. Den will ich mir noch angucken. Ah, ich muss doch nochmal da hoch. Das andere Item holen. Okay, aber ich gehe jetzt erstmal hier runter. Hat er mich gerade angepulst? So, wer oder was bist du? Bist du auch wieder ein Spiel? Okay. Natürlich. So, alles gar kein Problem. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Was willst du von mir?
Ja, das gucke ich mir nochmal genauer an, wenn ich nicht beschossen werde. Und damit dürfte ich jetzt alles eingesammelt haben. Ja, das sieht doch gut aus. Das war doch ganz erfolgreich. Aber bevor ich jetzt durch das Nebeltor gehe, gehe ich auf alle Fälle nochmal ans Feuer. Weil die lange Brücke, das sieht nach so einem epischen Weg aus. Das sieht mir nach einem Bosskampf aus. Was habe ich noch so an Seelen? Ich habe doch einige gekriegt. So, 5000. Und ich brauche für ein Level Up 23.000. Das heißt 46.000 für zwei Level. 47.000. Kriege ich doch hin, oder? So, das sind 30.000. So, 5.000, 10.000, 20.000. Sehe ich das richtig? Ja, wie viel brauche ich? Okay, das wird nicht reichen. Soll ich mal in Stärke gehen, um flexibler zu sein mit meinen Waffen? Was hört... Ah, da erhöht sich die Belastung. Moment, wo kann ich mir das anzeigen lassen hier? Ups. Attribut zum stärkt Zauber magische Waffen, stärkt Wundern göttliche Waffen. Legt die Anzahl der Zauberei-Slots fest. Habe ich Zauber? Also würde sich das überhaupt lohnen, jetzt ein bisschen in Magie zu gehen? Ich habe keine Zauberei-Slots. Damit würde ich einen Krieg. Komm, einen holen wir uns mal. So, und jetzt brauche ich noch knapp 2000 für noch ein Level. Wie viel gibt die? 2000. Das sieht doch gut aus. Ich mache Beweglichkeit noch ein bisschen höher und dann gehe ich ein bisschen auf Stärke. Jetzt gucke ich mal, was ich für Zauber habe. Okay, ich habe viel zu wenig Intelligenz dafür. Oder was auch immer man da braucht. Ja, Intelligenz. Aber die Pyromantie-Zauber könnte ich benutzen. Macht es. Steigert Stärke, Kondition, senkt Trefferpunkte. Einzigartige Pyromantie versprüht Waffen und Rüstung zerfressender Säure. Ich mach das mal da rein. Das hat 80 Aufladung. So, und ich habe doch von irgendeinem so einen Feuerhandschuh bekommen. Okay, wie gut oder schlecht das ist, findet man noch raus. Bin schon zwar nicht zu schwer. Nein, das passt alles noch. Aber wir haben mal einen Zauber dabei. Mal gucken, wie uns der weiterhilft.
So, was sich aber hinter dem Nebel befindet, das finden wir beim nächsten Mal heraus, meine lieben Freunde. Denn für heute ist jetzt erstmal, Tuck. Ja, das waren wieder ein paar Folgen Dark Souls Remastered. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ich vergessen habe, übersehen habe oder einfach nicht wusste. Hilfe, Tipps und Tricks und so weiter gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von Dark Souls und... Ich habe einen Estus-Lakor dazu gekriegt, warum auch immer. Ja, wenn ihr mehr von Dark Souls oder anderen spannenden Spielen sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Dark Souls Remastered. Haut rein!